Richtig, ist mir egal. Geburt, ach so, das war, hä? War das gar nicht? Da muss ich da ja nochmal kurz hin. Ich dachte, ich habe das Ding schon gefunden, was ich da haben wollte. Aber anscheinend wohl nicht, okay. Weil da würde ich schon gerne wissen, was es damit auf sich hat. Vielleicht ist da ja Bigfoot da oder so. Weiß man nicht. Oder die meinen damit die Untoten. Kann natürlich auch sein. Ansonsten reiten wir jetzt in irgendeine Stadt gleich. Okay. Ich hätte jetzt nicht erschießen brauchen, aber ich dachte so, hey, warum nicht? Und dann hat er auf mich geschossen und dachte, okay, schieße ich zurück, kein Problem. Läuft. Ja. Ja, doch, das hat schon, hat es Ausdauer? Ich weiß es. Ja, doch, hat aus. Nee, hat nicht. Ja, doch, hat schon, aber sehr viel. Okay. Oh Gott. Ein Zombie-Bär anscheinend. Ist es das? Ich glaube nicht. Weil, da ist er tot. Ist das hier in der Hütte? Ja, ein Schatten, ne? I got one, mister. Hey, I got one. Got what, mister? The damn Sasquatch. The filthy thing was gonna eat my dog when this girl hollered out. And I shot the thing right through the heart. Bam, like that. You feeling all right, mister? I've seen a lot of strange things recently, but no Sasquatch running around here, nor no place else. They're made up. There's Sasquatches every place, cowboy. They're nastier than your mother-in-law with a bad case of that virus. Down in Manzanita Post, they ate a little girl. Are you serious? Do I look like I'm joking? The hills are infested with them. Kill them. Kill the bastards before they kill all of us. Kill him! Kill him! I ain't afraid of you, you dumb hairy bastard! Also wenn er so geschossen hat, dann hat er es nicht getroffen. Erlege sechs Bigfoots in Tall Trees. Okay. Warum soll ich die erschießen? Ja, keine Ahnung mehr. Das sind alles so Sachen, ja, diese Nebenmission immer, ne? Ich werde mir jetzt eine Stadt markieren und zwar werde ich mir diese Stadt markieren, weil wir werden jetzt hier hingehen. So. Die andere Stadt, das machen wir vielleicht gleich oder nachher oder später oder gar nicht. Wie komme ich da überhaupt hin, ist die Frage. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich darüber komme. Vielleicht ist da unten irgendwas, wo man runter kann. Oder vielmehr rüber. Schauen wir mal. Aber guck mal, hier bin ich sogar richtig. Nice. Die ist doch wunderbar. Wunderprächtig ist das. Wunderprächtig. Ja, und im Grunde kann man alle Pferde halt finden. Also vier Pferde, aber das muss jetzt auch nicht sein, ne? Puh, pa, pang. Also wenn ich sie finde, ja, okay, dann okay, aber ich muss da jetzt nicht nachsuchen, bin ich ganz ehrlich, weil, ne. Ich möchte die Story, ich will bei so einem Spiel immer die Story erleben. Ich weiß nicht, mich interessieren diese Nebenmissionen immer irgendwie voll wenig, ne. Ich weiß auch nicht. Komisch eigentlich. Deswegen, mich interessiert das auch bei, keine Ahnung, bei anderen Spielen so, bei Mafia 3 auch irgendwann hat mich nicht interessiert, diese scheiß Nebenmissionen. Die waren so nervig einfach. Und auch bei so Spielen wie Watch Dogs oder so, diese ganzen Nebenmissionen. Boah, ey. Ich will eine Hauptstory haben, dann sollen sie halt einfach mehr Hauptstory reinknallen. Weil mich interessiert das nicht, ob die da Nebenaktivitäten gemacht haben. Ich meine, wenn sie drin sind, cool, wie bei GTA, ist das halt gut verpackt, passt auch in die Welt. Aber wenn sie nicht da wären, wäre es mir eigentlich auch scheißegal. Gut, ich kann jetzt nicht helfen, aber keine Zeit. Dann wäre es mir eigentlich so scheißegal, ne? Ich bin da eh immer nicht so der Nebenmissionsman. Ich mach die eh immer nicht so krass. Nee, ach so, ja gut, das wäre jetzt die Stadt, der hätte ich helfen können.
Ich habe das übersehen. Es tut mir total leid. Es tut mir total leid. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Außerdem hatte ich Angst. Mein Pferd hatte Angst. Guckt euch mal an, wie mein Pferd aussieht. Ja. Das sieht schlimm aus. Oh, da muss ich hin. Das sieht schlimm aus. Es ist ausgehungert. Das stinkt. Das ist unglaublich. Wenn du ihn hilfst, kannst du jetzt wieder unter Waffen, Munition, Sicherung, was passt. Ja, ja. Ja, ja, gut. Hat bestimmt seine Vorteile, aber. Ja, mein Gott. Muss ja auch nicht sein. Da. So, da sind wir. Da wollte ich anscheinend hin. Na, ist klar. Seth. Seth, you okay? What's going on? Oh, hey there, John. Fancy a game of cards? Not right this minute. You remember Moses, John? He's a darn sight more loyal now than he was before. come here, boy. Come on. Come here, boy. Oh. Oh. What are you doing? We were boyhood friends, John. Moses is having a tough time right now. Ain't you, pal? What's going on? We're playing cards. Relax, sit down. I mean, with the undead walking the face of the earth, you crazy dumb bastard. That ain't nothing. Ain't nothing? I seen husbands eating wives, mothers eating sons. Graves popping open and the undead rising up. It sure as shit is something. Oh, boo-hoo. Big tough John Marston is scared of a little undead creature walking around. Moses wouldn't hurt a fly, would you, darling? Besides, this ain't nothing new. Folks in Blackwater blaming it on that glass eye you found. Folks! 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 Damn them folks, John Marston! Damn them! And damn you! Get him! Get him, Moses! Get him! After all I've done for you, Seth, and I thought loyalty was important to you. You can't hurt me. Moses, get him! Go! Yeah. Get him! Get me, Moses. Looks like your dog's lost his bite, Seth. Now what the hell's going on? The dead have risen, and a virulent plague is turning people into flesh-eating crazies. What the hell you think's going on, genius? But why? But why? 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 Why not? Why not? Why the hell not? 'Cause it ain't natural. Who made you Mother Nature and Mother Superior all at the same time? Who made you, John Marston? Same as made me. Same as made Moses. Is there a cure? These things tend to fade away. Now, if you want to get rid of it, you should go clear the graveyards. Either that, or stop worrying and become one of them. Now, if you excuse us, we got good times to remember. Happy times. Okay. See you soon then, Seth. Come on, Moses. It's your deal. Diamonds are trumps. Come on. Scheint ein sehr interessantes Kartenspiel zu sein. Säubere drei Friedhöfe in New Austin. Okay. Mit meinem untoten Pferd. Naja, die machen, die machen das schon. Alles gut. Ich kann, glaube ich, einfach gehen, das passt schon. Ich meine, der Seth, der sieht sowieso aus wie ein Toter. Ich glaube, dem wird eh nichts passieren, wenn ich ehrlich bin. Von daher kein Problem. Dinner for two. Zurück in den Lochpartner. Okay, dann machen wir das mal.
Ich weiß nicht genau, wie viele Missionen es gibt. Ich weiß, das Spiel geht nicht allzu lange. Ich glaube sogar, oder nur 2 bis 3 Stunden. Ich bin mir nicht 100% sicher. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie man spielt. So wie ich spiele, wahrscheinlich bin ich recht schnell durch. Weil diese ganzen Nebenmissionen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich werde auch das mit den Bigfoot halt nicht machen, weil da habe ich auch keinen Bock drauf. Und wenn ich keinen Bock drauf habe, mache ich es halt nicht. Punkt. Ne? Und ich gehe auch nicht zu allen Fragezeichen, diese ausgegrauten. Ich rette nicht jede verfickte Stadt. Wir müssen sich selber retten. Wer sind wir? Die Wohlfahrt? Nee. Bestimmt nicht. Aber die Friedhöfe machen wir trotzdem. Da können wir nämlich rumballern, ohne dass irgendwas passiert. Es kommt kein Sheriff und nichts. Und das ist toll. Und deswegen mache ich das. Das ist super. Finde ich gut. Warte. Da können wir auch einfach schießen, weiß das egal. Scheiß drauf. Die war eh tot. Oh, warte mal, das ist die. Das ist die Okay, das muss ich natürlich machen, das ist Bonnie. Das ist Bonnie. Bonnie muss ich helfen. Wo sind die ganzen Untoten hier? Da ist einer. Da ist einer. Ich glaube, der ist noch nicht tot. Da war einer. Heilige Scheiße, da sind. Habe ich wieder. Ah, ich habe für. Nein! Weg! Mann, jetzt lass mich in Ruhe. Lass ich erstmal meine Waffe nehmen, ja? Dann können wir mal weiterreden, du Arschkeks. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Was ist denn. Oh Gott. Das ist ein Sniper. Ich will die Sniper nicht haben, verdammt Scheiße. Ich habe nur noch einen Schuss für die Waffe. Ich habe, glaube ich, ich habe eventuell. Also, eventuell. Vielleicht. Ein kleines Problem mittlerweile. Ich kann das nehmen, ne? Okay. Nahkampf. Bam, bam. Warte. Warte. So. Wir müssen jetzt ein bisschen Nahkampf-Action machen. Das geht leider nicht anders, weil wir haben leider keine, naja, Waffen mehr. Ist doof. Aber ist kein Problem. Wir können einfach hier in den Hals schlagen. Wir sind die Dote. Quasi Dote als Tote. Aber Bonnies Farm müssen wir natürlich safen. Das geht gar nicht anders. Ist ja klar. Der guten Mrs. Bonnie, Alter, Mac, Farlane, der helfen wir. Meine Güte, was hier alles ankommt, ne? Ne, 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 hier wird nicht. Oh, guck mal, ich bin on fire, man. Hau zu. Ist tot? Oh, sieht da noch aus. Da ist noch einer. Pow. Und pow. Tot in Unterhosen. Pow. Au. Und du musst schon zuhauen, John. Ich glaube, ich werde hier gleich sterben, kann das sein? Das wäre durchaus möglich. Ist tot? Boah, John, manchmal bist du echt so ein Lutscher einfach. Alter, hau doch mal richtig zu. Was ist denn los mit dir? Komischer Typ, ey. Okay, ein paar brauche ich noch. Wo sind denn die? Da sind noch welche. So viele dürften es eigentlich nicht mehr sein. Und dann ist ja schon. Kommen schon die letzten. So, da ist noch einer. Ich glaube, das ist der letzte. Und dann sind es nur noch die übrigen, ne? Oder? Ja. Jetzt kommen auch nochmal die letzten aus ihren Löchern raus. So. So. Schön, dass sie sich auch dann nochmal vor mich porten. Das finde ich gut manchmal. So. Das schon wieder. Der steht direkt vor ihm. Er macht es aber nicht. Er macht es einfach nicht, weißt du? Mann, Mann, Mann. Jon Marston, was ist los mit dir? So, ich komme als brennendes Übel über dich und töte dich jetzt. So, komm her. Bam. Jawohl. Und da sind sie tot. Alle. Puh, das war aber witzig. So, jetzt gibt es aber, glaube ich, das Fragezeichen auch nicht mehr, richtig? Doch, das gibt es immer noch. Dann, das mache ich, da gehe ich hin.
Weil das ist ja Miss Bonnie McFarlane und Miss Bonnie McFarlane, die müssen wir natürlich retten. Ich brauche irgendwie mehr Munition, habe ich das Gefühl. Ich hole mal noch ein paar Kisten. Ich mehr, also Munition ist schon eine nice Sache, ja, doch. Das sehe ich als sehr gut. Und deswegen gucken wir, ob in den Kisten noch ein bisschen mehr Muni drin ist. So, da ist irgendwo noch eine Kiste. Die gehen wir uns jetzt holen. Und dann schauen wir mal, was hier abgeht. First hell walks the earth and you turn up. Could my week get any worse? Oh, nice to see you too, Miss McFarlane. Oh, I thought you'd be dead. I heard things were bad in West Elizabeth. Sure. But it'll take more than an apocalypse to take me down. What are you? A demon or a cockroach? Both, I fear. How's your father? Fine and dandy. He should be coming out of that barn any moment now. Daddy! What's he doing in the barn? Daddy, John's here! Mr. Marston, you remember? That idiot bounty hunter. What was he doing in the barn? Just rounding up the undead and keeping them safe so the rest of us can go about our business. He's a real man. He's probably playing around with them. Daddy, stop teasing me! Now come on now! How long's he been in there? Not long. Only since yesterday. Yesterday? I better go have a look for him. Would you, John? You are kind. Call out to me if you find anything. Will do. Mensch, erst seit gestern, ist ja echt noch nicht lange, also. Ist ja quasi seit 10 Minuten. Ist ja nix, ne? Ist ja nix. Ja. Mann, ey. So, hopps da mal drüber, mein Freund. Ich weiß gar nicht, komme ich noch auf den Weg in die Scheune rein, wie ich schon mal reingekommen bin? Damals bin ich nämlich hier rüber gekommen. Ich guck. Oh Gott. Ich guck. Alter, bist du dumm oder bist du scheiße? Geh da. Alter, bist du doof? Da ist doch. Ach, da ist doch eine. Ist die kaputt? Ja, so ein bisschen, ne? Okay, das bringt nichts. Aber ist egal. Vielleicht kommen wir hier irgendwie hoch. Warte mal. Durch das Fenster, komm schon. Nee, aber ich kann was anderes probieren. Gut, jetzt muss ich hier, glaube ich, runterspringen für. Ja. Kein Problem. Wir gehen einfach hoch. Weil ich habe gesehen, da ist ein etwas längeres Gehstückchen. Da können wir bestimmt auch hoch und dann finden wir den Weg auch in die Scheune. Ich glaube, so bin ich auch damals da reingekommen. Ich weiß es nicht so genau. Aber es wäre möglich. So. Ich vermute mal, wenn er seit gestern da drin ist, naja, er kommt wohl auch nicht mehr lebend raus. Ne? Vermutlich zumindest, vermutlich. So, zwei weniger. Ich werde versuchen, jetzt nicht unbedingt runter zu gehen, weil da habe ich keinen Bock drauf. Ja, wobei, ich könnte natürlich munitionssparend an die Sache rangehen, das ist natürlich auch gut. Und es sind ja anscheinend auch nicht allzu viele. Deswegen nehmen wir das Ding einfach mal in die Hand. Gehen hier runter und hauen den aber mal ordentlich, ne? Eine Zwiebel auf den Kopf. Au! Soll denn das? Nee, ist nicht. Aha. Gut. Ich glaube, das Spiel ist gerade hängen geblieben. Dann verabschiede ich mich erstmal. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Wenn wir uns wiedersehen. Drew, are you in here? Oh,
Da ist er wohl. Und wir müssen ihn eliminieren. Sorry, Mr. McFarland. You were a good man. Tja, machst halt nichts, ne? Wat mut, dat mut. Ich weiß gar nicht, bei ihr ist jetzt ein B. Ich hoffe nicht, dass sie noch mehrere Sachen für mich hat. Da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf, ey. Na, mal schauen. Müssen noch ein paar Friedhöfe machen und so. Haben genug zu tun. Well, John. You always do bring sunshine to my life. I'm sorry about your father. I'd like to say he died doing what he loved. But he never was one for eating folks. Not slathering from the lips and howling at the moon. I guess I'll content myself with saying that he died protecting those he loved. Indeed. Well, take care of yourself, Bonnie. You too, John. Tja, es musste halt getan werden. Und wir haben es getan. Nun gut, dann geht es mal weiter. Richtung Friedhöfe. Genau. Da wollen wir jetzt hin. Oh.